Zombie Apocalypse. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skyblock Ultimate. Wie ihr seht, hatten wir gerade Überfall in der letzten Folge. Und ja, war nicht so dolle. Emily musste sogar unseren Golem hier reparieren. Übrigens, wenn ihr wissen möchtet, wie man den Eisengolem repariert, kann ich euch ja kurz sagen. Man muss Eisen holen und ihn dann linksklick da draufklicken. So, dann wollen wir da unten nochmal weiterbauen, wie wir haben. Ja? Guck mal. Oh, wir können zur nächsten Insel. Ich muss nämlich weiter. Was denn? Creeper? Creeper? Wo Creeper? Ach, da drüben. Wir müssen nämlich Stein abbauen. Können wir den eigentlich abbauen? In der letzten Folge haben wir einen Cobblestone-Generator versucht, Ich habe hier, warum auch immer, einen Cobblestone-Generator. Ich hab mal geguckt. Muss eins gerade und eins schief sein. Also die Lava und das Wasser muss schief sein. Hab ich gesehen. Okay. Cobblestone-Generator. Mama? Ja. Musst du aber das Obsidian abbauen. Ich wollte eigentlich gerade mal das, Die Dschungelinsel? Die Aufgabe fertig machen. Nee, weil so wie es ausschaut, zählt es nicht als Cobblestone, sondern du musst normalen Stein abbauen. Nee, nicht alles zählt. Weil Cobblestone zählt nämlich, glaube ich, nicht, so wie es ausschaut. Ich guck erstmal, ob es zählt. Ansonsten haben wir einen unendlichen Cobblestone-Generator, den wir nie eigentlich brauchen würden. Nee, ich muss den normalen Stein abbauen, aber wir haben ja 1,5 Stacks. Der Ofen brutzelt das wieder in normalen Stein. Was? Übrigens, Mama, ich hab uns hier. Blöd, dass man die nicht aufsammeln kann, immer so. Ja, stimmt, wir haben ja eine Pilzkuh, es wäre kein Pilz zu bekochen in dem Sinne. Ja. Können wir jetzt Ressourcen sparen? Versucht mal den Cobblestone-Generator irgendwie zum Laufen bringen. Ja, Mama? Ich mache hier die Quest fertig. Hoffe ich zumindest, dass wir die nächste dann kriegen. Und dann schauen wir mal weiter. Kann ich die 85 kurz verbraten? Den Stein hier? Wofür? Was ich dann Generator machen kann. Nimm hier ein bisschen was von dem Bruchstein. Danke, aber es klappt doch. Ach so, entschuldige, ja, warte, ich tue oben in die Kiste. Boah,
machen muss die ganze Zeit. Nehm mal, du musst da rumstehen. Ah, ich hab's. Okay. Ich baue aber trotzdem hier ein bisschen weiter. Man kann da nicht weiter bauen. Nee, von der Länge her, so, wie, so weit wie der Weg ist. Muss ich auf der anderen Seite die Lava platzieren? Später, wie der Cobblestone-Generator richtig gebaut wird. In der Zeit hast du die Quest schon längst fertig. Ich brauche hier erstmal, weil du die Spitzhacke hast, brauche ich erstmal 5 Jahre lang, bis ich fertig bin. Ich komme gleich. Steinabbau. Ja, keine Ahnung. Mama, hilfst du mir mal? Ja, gleich. Ich habe gleich die letzten Steine abgebaut. Und kann oben der Ofen als weiterbacken. Hier, du musst den Dings immer abbauen. Mit der Eisenspitzhacke geht's besser. Ich habe hier nur Steine gemacht, weil ich Eisen für den Eisengolem aufheben will. Hm. Ich bin nämlich schlauer. Na, hau doch mit drauf. Ich hol ja nur kurz den Lava-Eimer. Warum hast du das doch schon fertig? Habe ich das? Lass das nicht loslassen, ne? Ich weiß. Mausi, wir spielen schon sehr lange Minecraft. Ja? So, obala. Oder so. Wo sollen wir den Block platzieren? Ja, was willst du denn? Ich möchte einen Cobblestone-Generator machen. Ja, dann mach ihn doch. Ich glaube, ich muss es dahin machen. Da war dahin. So ist. Daher. Ich hab's! Nice. Warte mal. Nein, du hättest erst wieder die Erde platzieren müssen. Ja, kein Meister vom Himmel gefallen. Der Lava, ich will kurz den Lava-Eimer. Ich klappe hier schon seit Stunden ganz endlos meine Runden. Wir haben aber viele Lava-Eimer. Ja, dann kriegst du ja alle Nase lang. Es muss fließende Lava sein und stehendes Wasser. Ich habe eine Idee, Mausi. Sammel mal das Wasser ein. Aber wir kommen nicht weiter. Doch. So. Mach die Quest fertig, ja? Bring mir mal den... Nee, ich hol mir ein Wassereimer. Ich mache ich selber. Werfen geht doch immer nicht, mein Kind. Irgendwo ist ein Creeper. Unser Kind hat unsere Bemühungen in die Luft gesprengt. Ist ausgestellt. Warte, leck hier bei mir und ja, die können nichts, deaktiviere ich ja meistens. Weil ich das schrecklich finde. So. Mama, ja. In der Kiste sind die
Lava und Wassereimer. Nee, ich weiß. Ach, setz nochmal ein Wasser. Setz noch mal ein Wassereimer dahin. Ja, hab ich. So, wir brauchen noch einen Wassereimer. Wo das ganze Gesocks jetzt herkommt. Hilf mir. Hilf uns, Golem. Ein schlauer Golem. Hm. So. Und wenn mich das jetzt nicht alles täuscht, müsste... Ah! Das war wohl nix. Okay, also müssen wir es breiter machen. So, breiter machen. Soll ich hier abbauen? Ja, das hier in der Mitte abbauen und dann hier außen hinsetzen und dann müssen wir gucken, müssen wir uns eine ewige Wasserquelle machen. Weißt du, wie eine ewige Wasserquelle geht? Mama. Hm. Weißt du, wie eine ewige Wasserquelle geht? Ja, müssen wir uns dann machen. Ja, ist ja 2 auf 2 ist eine ewige Wasserquelle. Ach, Entschuldigung. Ja, du musst aufpassen hier. Muss ich jetzt noch ein Wasser holen? Noch mitten im, noch mehr mitten im Weg hättest du es nicht machen können, mein Kind, oder? Sorry. Ich muss fließend Wasser bekommen. So. Und ich hab die Quest! Yay! Und ich krieg den Loot! Jeder von uns kriegt den Loot. Craft the Stone Bricks, craft the Furnace. Na, Halleluja. Alle Wassereimer mit Wasser befüllen. Weil wir jetzt eine ewige Wasserquelle haben. Solche Spaßvögel. Hm, Enderman nicht angucken.
Endermänner mögen kein Wasser. Wieder ein Magier. Irgendjemand hat meine Pfeile eingesammelt. Hä? Irgendjemand hat meine Pfeile eingesammelt. Die Pfeile sind weggeflogen. Aber was sind Steinbricks? Stonebricks, Steindinger da. Die flachen, Mama? Wo ist denn dieser bescheuerte Magier? Oh, unser Golem ist tot. Wo ist denn dieser bescheuerte Zauberer? Der Zauberer ist wieder auf dem Baum. Nee, ich habe noch. Da drüben ist einer. Ich hasse das. Also, das ist so nervig. Das ist. Also das hätten sie weglassen gekonnt. Das ist ja mehr wie nervig für diese blöden Viecher. Und du hast auch keine Chance da, die da irgendwie wegzuklöbbeln. Deine Sachen habe ich hier in die eine Kiste rein. Kleinen Pissnelken. Oh, ein Wölfchen. Bleib mal da sitzen. Oh, hier habe ich zumindest einen Teil der Sachen. Okay, auf der Fläche spawnen also auch so die Kreaturen. Das ist interessant. Die Ertrunkenen hören sich immer sehr nett an. So, ich mache ihn, glaube ich, unsichtbar. Nee, Mausi, ich glaube, wir müssen mit Pfeilen. Der darf nämlich nicht explodieren. Haben wir alles für Pfeile herstellen? Federn.
Oh, nicht wirklich. Wir brauchen Gravel eigentlich mal. Stickies hatte ich doch auch. Ersten habe ich. Ja, du darfst den aber nicht explodieren lassen, sonst fällt es wieder zurück. Da ist sogar eine Schallplatte hingefallen, aber ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe einen. Mama, guck mal. Hier. Das reicht aber noch nicht. Warte mal, ich mache mir mal kurz ein Eisenschwert. Wobei eine Eisenaxt ist besser. Die hat ja mehr Wumms. Ja, ich mach die kurz eine Eisenaxt. Ich hab schon eine. Aber Mama, du musst in der Ecke immer bleiben. Wir müssen versuchen, immer gleichzeitig drauf zu hauen, Mausi. Und hin. Und. Oh nein! Naja, ihr Lieben, ihr seht, wir haben da noch ein bisschen was zu tun. Und das war's dann für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!